Wir schauen mal, ob das Glück uns heute hold ist. In einem neuen Roll and Collect. Ein kleines Würfelspiel O Fortuna von Pjatnik. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu dieser kurzen Spielvorstellung mit einer kleinen, ja angedeuteten Let's Play-Sequenz zu O Fortuna, einer der Herbstneuheiten bei Pjatnik von Michael Feldkötter, ein, ja, Roll'n'Ride würde ich schon fast sagen, nein, aber es ist ein Kartensammel-, Punktesammelspiel für 2 bis 5 Spieler. Im Kern ist es ein Würfelspiel mit 6 Würfeln, mit einfachen Regeln. Es spielt sich mittelmäßig flott. Es zieht sich tatsächlich je nach Spielerzahl ein bisschen. Seht ihr aber auch nachher im Let's Play von Georg und mir. Es kann ganz schön lang dauern. Man muss da wirklich schon ordentlich Gas geben bei seinen Zügen, damit es nicht lang dauert. Ja, und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch direkt mal in der Kürze die Regeln, denn das ist wirklich nicht schwer zu verstehen, dieses Spiel. Kommen wir nun zur Regelerklärung von O Fortuna. Ich habe hier schon mal den Spielplan aufgebaut. Der Spielplan ist quasi ja ausgelegte Karten. Aus platztechnischen Gründen habe ich das Ganze jetzt hier so ein bisschen ja komprimiert dargestellt. Das sind im Prinzip die Kartenwerte von 0 bis 42. Ja, ab 10 Punkten bis 0 Punkte kriegen wir Pluspunkte, die wir sammeln müssen, um das Spiel zu gewinnen. Und ab 32 Punkte bis 42 Punkte gibt es auch Punkte. Das Maximum, was wir bekommen können durch eine Einzelkarte, sind 20 Punkte. Das kleinste wären 2 Punkte. Im Spiel zu zweit wird bis 35 Punkte gespielt. Im Spiel zu dritt bis 25, auch für 4 Spieler 25 und für 5 Spieler spielen wir bloß bis 21 Punkte. Das findet ihr auch direkt auf der ersten Seite der Regel. Ja, wie läuft das Spiel ab? Jeder Spieler erhält so ein kleines Tableau. Aufpassen, die Felder 1 bis 6 sind quasi die, wo wir unsere Würfel drauflegen. 7 und 0 sind quasi ja, die Werte von Würfeln, die wir nicht einsetzen können. Ihr würfelt einmal und entscheidet dann, ob ihr auf hoch spielen wollt, das sind die lilanen Karten, oder auf niedrig, das wären die blauen Karten. Würde ich mich jetzt entscheiden, auf hoch zu spielen, drehe ich meine Übersichtskarte hier auf den ja, entsprechend lilanen Gott. Und dann würde ich hier natürlich eine 6 rauslegen. Ich muss immer einen Würfel mindestens rauslegen, ich darf aber beliebig viele Würfel rauslegen tatsächlich, aber halt dieses Muss eines Würfels. Und wenn ich mich für hohe Zahlen entscheide, dann muss ich auch die Würfel absteigend platzieren. Und wenn ich mich für die kleinen Zahlen entscheide, aufsteigend. Ich hätte jetzt also hier jetzt alle Würfel platziert. Das wäre jetzt hier eine Summe von 25 Punkten. Und für 25 würde ich entsprechend diese Karte bekommen. Die hat jetzt ein Plus 1 drauf. Die Karten gibt es nämlich entweder mit Punkten oder mit Modifikatoren. Wenn ich also später wieder dran bin und wieder auf die positiven Zahlen gehe, also auf die Plus, also die hohen Zahlen, dann könnte ich damit mein Ergebnis quasi modifizieren. Ich kann hier auch beliebig viele dieser Karten tatsächlich sammeln und dann versuchen natürlich diese auf einmal einzusetzen, viele, um dann an möglichst hohe oder niedrige Punktzahlen ranzukommen. Hier wäre jetzt zum Beispiel schon mal ein guter Anfang mit 2 Sechsen, um möglichst hoch zu kommen. Noch eine dritte 6. Ich dürfte natürlich jetzt auch die 5 mit rauslegen, hoffe aber, so wie jetzt, auf noch eine weitere 6. Und das war jetzt natürlich schon ein optimaler Zug. 36 erwürfelt ist schon sehr glücklich, würde mir hier 6 Punkte einbringen. Wenn ich jetzt allerdings diese Karte zurücklege, so modifiziere ich die 36 zur 37 und das bringt mir nochmal 2 Siegpunkte mehr. Macht natürlich Sinn. Das Wichtige ist, Siegpunkte können uns zum Glück nicht mehr weggenommen werden. Blöderweise können uns die, ich drehe das jetzt mal hier um zu zeigen, dass ich auf niedrig spiele. Blöderweise können uns allerdings diese Vorteilskarten wieder weggenommen werden. Aber nur dann, wenn der erst rausgelegte Würfel tatsächlich der schwarze Würfel ist. Deswegen ist ein Würfel auch schwarz. Hier hätte ich jetzt 18 erwürfelt, das wäre jetzt diese Karte. Das Wichtige ist, würde ich jetzt wieder 18 erwürfeln, würde ich quasi die nächst höhere Karte bekommen, also die Karte, die eher in der Mitte liegt, also in dem Fall die. Sollte ich jetzt allerdings beim Versuch klein zu würfeln, leider zu hoch würfeln, zum Beispiel
gehen wir mal davon aus, das Ergebnis sähe so aus. Da wäre ich ja bei 21, das würde ja noch gehen. Aber ich habe jetzt den letzten Würfel zum Beispiel zu niedrig. Dann muss ich den hier auf eine 7 legen und das sind quasi 7 Punkte. Das heißt, hier wäre ich jetzt bei 23 Punkte. Ich würde dann nicht diese kriegen. Ich habe mich dann verzockt. Und das hat sich natürlich schnell. Und man versucht natürlich, wenn man den schwarzen Würfel hat, setzt man ihn an die erste Stelle. Man versucht möglichst super niedrig zu würfeln oder halt entsprechend sehr hoch. Der Nachteil ist, die Möglichkeiten sind schon sehr, sehr, sehr begrenzt. Also hier wäre es jetzt die 15, würde ich also die hier bekommen. Und man fühlt sich ein bisschen von dem Spiel geleitet und es ist eigentlich schon extremst primitiv, was Roll-and-Write-Mechanismus hier betrifft, beziehungsweise das Write fehlt ja hier komplett. Im Prinzip haben wir einfach nur ein Würfelspiel mit, ich lege Würfel raus. Das war jetzt natürlich super schlecht. Jetzt habe ich hier 14 Punkte gesammelt. 18, 20, 23 gibt natürlich nichts, weil ich auf niedrig gespielt habe. Ich könnte es modifizieren, um hier auf 20 zu kommen, darf aber nicht modifizieren, wenn ein schwarzer Würfel vorliegt und ich klauen möchte. Das waren eigentlich schon die kompletten Regeln. Gespielt wird, bis die Punktzahl erreicht ist, dann endet das Spiel. Das kann sich ganz schön lang ziehen. Und jetzt schaut ihr am besten ein bisschen Georg und mir beim Würfeln zu und dann bekommt ihr den bestmöglichsten Eindruck zu O Fortuna von Michael Feldkötter. Viel Spaß bei unserem Let's Play. Gut, jawohl. Legen wir hier in die Mitte, auf was wir spielen, punktetechnisch, auf hoch oder auf niedrig. Das heißt, erster Wurf wäre... Wow! Das ist jetzt natürlich nichts. Ja, warum? Das sind 10 schon, das heißt, das niedrig kannst du die 13. Die zwei, schwarze 2 da hinlegen? Ja, das bringt nichts, ich kann nur nicht klauen. Also ich gehe auf niedrig. Und, okay, 13. Fast das niedrigst mögliche. Geht ja sogar. Wird gar nicht so schlimm. Ist gar nicht so schlimm, ja. Habt hier eine minus 3. Alles klar, ich bin dran. Ja. Ich gehe auch auf niedrig. Ja, dann bleibt der Kleine hier so liegen. Ich kann die jetzt leider nicht wegnehmen. Ja, so. 3 Stück. Oh, dann die nächste 1. Oh, direkt auf Punkte. Auf die 6, ja. Gespielt wird, bis einer von uns 35 Punkte hat. Die 6 liegt hier. Alter Verwalter. Punkte, meine Fresse. Hättest du jetzt noch so eine minus 3 gehabt, ja, dann wärst du bei 3 jetzt direkt 12 Punkte gemacht. Ja. Punktekarten können auch nicht geklaut werden. Im Gegenzug zu diesen Füllhornkarten. Ich bin schon bei 4. Jetzt würfel ich hoch plötzlich. Kann im Prinzip auch nehmen, dann bin ich bei 14, ne? Ja. Dann nehme ich die Karte hier noch. Meine Fresse, ja. Du ziehst da wieder ab, ja, das gibt's doch gar nicht. Ich sammle. Bin Jäger und Sammler. Eine 6. Dann nehme ich mal die 6 raus. Ich hole die zweite 6 raus. Die dritte 6. Die dritte 6. Wir hätten hier vielleicht noch umdrehen müssen, dass du auf die hohen spielst. Alles gut. Und die vierte 6. Ne? Momentan sind wir bei 24. Ja, ne? Bei 30. Jetzt könntest du die 4 legen, um bei 34 zu sein oder das Risiko eingehen. Okay, 34. Die nächsten Punkte für dich. Schon bei 10 Punkten. Bei wie viel ist Schluss? 35. Oder komme ich ja nie hin. Was ist dann, wenn ich hier die 34 nochmal würfel? Was passiert dann? Dann kriegst du das nächste niedriger. Also in dem Fall dann die 33. Boah, so ein Glück, meine Fresse, ja. Das gibt's ja gar nicht. Ja, so in etwa. Hätte ich auch eben schon hinlegen können. 13, das heißt, in dem Fall würde ich jetzt die nächst höhere kriegen, das heißt die 15. Ja. Schwarz 1, jawohl. Also gehe ich auf niedrig, ne? Dann gehe ich auf niedrig, jawohl. Hätte ich auch wieder umdrehen müssen, eben bei mir schon. Ich komme leider immer mit dem Links an das Stativ dran, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ja.
6 Punkte. 7 Punkte. Ich glaube, du möchtest. Achso, die 1 kannst du gar nicht nehmen, richtig? Und du musst ja einen rauslegen. Und die sind 7 Punkte wert. 7 plus die 6 sind wir bei 13. Plus nochmal hier 6 macht 19. Immerhin, minus 1. Ja. Ich kann dir das zwar eh nicht klauen, aber nur weil es geht, lege ich die schwarze 6 vorne hin. Warum kannst du es mir nicht klauen? Weil ich dir nichts klauen kann, du hast nichts Hohes zum Klauen. Ja. Ja, damit ihr auch seht, was, auf was ich spiele. Auch wenn es eigentlich selbsterklärend ist. Ich soll die 3 nehmen, ne? Ja, ich muss die 3 nehmen. Das heißt 12, 22, 26. Ich gehe mal auf hoch, glaube ich. Das ist so hoch. Das ist mal ein Ding. Jetzt darf ich aber was klauen, ne? Ja. Falls 24. Ich überhaupt so hoch käme wie du, du mit der Mist, das ist ja. Nee, ich bin. Hab nur eine 26. Siehst du? Du bist ja jetzt schon drüber. Nee, bestimmt, du bist jetzt bei 24. Jetzt bei 27. Als hätte ich es geahnt, ne? Auch wenn ich eben falsch gerechnet habe erstmal. Ja. Klein liegt mir mehr, habe ich so das Gefühl. Ja gut, vor allen Dingen die Schwarz. Oh je. Schwarz ist ja gut. Aber. Ja, ja, klar, aber danach episch schlecht. Tja, da kommt die 4. Ja, das ist nicht das, was ich mir erhofft habe. Das sind jetzt schon 18. Vergiss es. Damit kriege ich gar nichts. Voll verzockt. Ich könnte jetzt die Karten. Ich könnte die einsetzen, weil ich liege ja hier über der Grenze. Über der 21, dann kriege ich nichts. Ja. Verzockt. Ich könnte die einsetzen, aber das ist Banane. Okay. Will ich ja nicht. Ja, das ist natürlich auch super. Ja, das ist aber die 5 hier. Oh, von oben. Auf hoch. Ja gut, aber es hat so, es gibt nur eine Möglichkeit zu würfeln. Also es gibt nicht viele, du kannst nicht viele Entscheidungen treffen dabei. Ne? Genau. Du kannst maximal die Entscheidung treffen, lege ich schon früher mehr Würfel raus. Das ist die einzige. Ja, ja. Jetzt kannst du eh nur noch Einser würfeln. Ja, und komm damit auch nicht auf nichts. Du bist bei 10, bei 13, das geht nichts mehr. 14. Also beide verzockt. Nee. Schauen wir mal. Die Würfel sagen niedrig. Ja, komm, jetzt noch 5 Sechser da hinten dran. Wie war das? Push your luck? Oh. Ja. Definitiv gut. Ja, du musst ja schon hindenken. Mhm. 21. Ja. Das ist ja mal schön. Ich hätte ja noch theoretisch bis zu 7 absenken können. 21 minus 7 wäre es bei 14. Ja. Gibt's nicht. Die ich schon hab. Hätte ich die 16 gekriegt. 2 Sechser, 2 Einser. Georg, ich würde sagen, dir stehen alle Türen offen. Was kann ich denn, die kann ich höher drehen. Dann nehme ich mal die 2 Sechser. Ja. Das ist genau das, weshalb man dann auch die 5, in dem Fall hätte man die 5 mit rauslegen können. Ja. Weißt du, hätte Fahrradkette. Hätte. Ja, was könnte schlimmer sein? Bist schon bei 24, ne? Ja. 24, wo? Plus 2. 26, die hast du schon. 26, kriege ich dann noch einen weiter? Ne, die 26 ist bei mir, aber das heißt, du würdest die 25 kriegen. Oder du legst die plus 2, aber das bringt ja nichts. Dann nimmst du lieber die plus 1. Ja. Und darf man beliebig viel von den Pluskarten, Modifikatoren mit abgeben? Die werden halt bloß ganz normal wieder in die Tischmitte zurückgespielt. Guck mal, du könntest eine schwarze 3 nehmen schon gleich. Ja, genau. Und direkt mit einer 3 anfangen und dann aufwärts spielen. Nun wei.
Okay, immerhin. Ja, immerhin, das ist doch immerhin. Gut. Es hätte schlechter sein können. Ja, die legen wir auch beide. Das heißt 27, oder? 15 plus 12 sind 27, jawohl. Ich mach das so, ich spiele die hier. Nehmen wir für die. Ah ja. Doch. Geht schon lang. Mhm. Ja, ist keins, was sich in 5 Minuten spielt. Ho, 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 ho. Schwarze 6 nehme ich da. Die 5. Das ist dann wieder die Frage. Hätte ich auch die eben nehmen können, ne? So über den Moment. Gesundheit, ja, die kommen aber auch tröpfelsweise, die 5. Ja. Jetzt kommt bestimmt die nächste 5. Ja. Aha. Ja. Wo sind wir da jetzt? 10, 21. 16, 21. Sind wir schon über die Kante rüber. Mhm. 21, dann wäre ich bei 25, würde aber dann nicht viel weiterkommen, oder? Würdest du die hier kriegen bei 25? Ja. Und dann kriege ich vielleicht noch 3. Nee, dann gehe ich das Risiko mal. Nee, Moment, dann probiere ich nochmal. Ja. Momentan crasht ein plus 1 sicher. Ja. Okay. 23, das wäre 24. Das ist. Ja gut, so ist 23, ne? 15, ja. 17, 23. Ja, ah, achso, ja, könnte ich modifizieren, aber... Nee, bringt nichts. Nee. Ich glaube, das ist einfach so aus allen Partien bislang ein Sammeln, Sammeln, Sammeln. Und dann so viel wie möglich versuchen hinzublättern, um ja. entsprechend mit Punkten halt nach Hause zu kommen. Ja, jetzt hast du zum Beispiel geschafft. So. 32, kannst du ein bisschen modifizieren. 32, dann wären wir bei 4. Jetzt machst du 32. Damit wäre ich bei 34, 36, 6 Punkte, komm. Was soll der falsche Geiz? Mhm. Dass ich endlich auch mal hier ein bisschen aufschließe zu dir. Das ist natürlich das Optimum. Für dich das Optimum, ja. Mhm. Ich geh mal niedrig. Hätte eine schlechtere Entscheidung sein können, ne? Tja, wissen tun wir es nicht. Noch bist du sehr gut im Rennen. Noch bist du sogar im Punktebereich. So. 11. Mhm. 7, 18. 18, wo bin ich da? 18, minus 1. Puh, ne. Genau, minus 1. Ja, was glauben dann? Auch auf die Gefahr hin, dass ich gleich fluchen werde. Echt? Wie ein Rohrspatz. Ich habe so viele Niedrige hier liegen. Okay, ja, das. 5. Boah! 11? Im Prinzip kann ich jetzt, muss ich jetzt hoffen, eine 6 zu würfeln. Nee. 14. 20. 25. 25. Du wärst nicht so gut im oberen Bereich. Ja, yeah, vergiss es. Ich hake auch auf die Gefahr hin, dass ich gleich fluch. Ja, das ist auch nicht viel besser hier. Ah, 2-5er, das ist noch besser. Ja. Hätte ich mal eben auf dich gehört und die schwarze 6 genommen, ne? Ja gut, du weißt ja nie, was kommt. Das ja. ist ja das. Erstens kommt es anders und zweitens als wie man denkt, ne? Hm. 18. Ich gehe aber, Moment mal, ich mache mal wieder auf die Hose. Ja, ja, klar. 18, ich muss mal ein bisschen höher hier, ne? 18 plus 5 gibt wie viel? 23? Oh, das ist alles so lahm her. Oh, 26, ja? Ja. Halt, bringt es da was? Irgendwas? Nein, da könnte ich auf eine plus 3 gehen. Aber. Nee. So, jetzt ein schön niedriges Ergebnis, ne? Och, du grüne 9. Ich gehe hoch dann halt. 15. Jetzt könnte ich direkt nochmal 2 Vierer auslegen, dann wäre ich bei 23. Das wäre natürlich toll. 24. Ja.
glaube, wir machen bei 10 Siegpunkten einen Verschluss, ja? Meinst du jetzt, ich hab zu lang gespart, bringt eh nichts. Boah, da kannst du jetzt episch Punkte holen. Ich will ja auch. Du 6 da liegen, ja. Auf der dunklen Seite bleiben. Könnte jetzt schon bis 18 landen. Okay. Ich korrigiere, jetzt bist du schon mindestens bei 23 mit deinen Karten. Schade. Das war natürlich, diese 2-6er wären natürlich. Vorhin, blöd. Super geil gewesen. Ah. Noch geht's. Immerhin. 25 habe ich da. Mhm. 25, wo sind wir da? 25 wären wir momentan bei. Ist weg. Hast du liegen. 25, ja. Das heißt, du würdest momentan die 22 hier kriegen, plus 1. Und 25 plus 3, dann würde ich eine plus 2 kriegen. Ja. Das macht keinen Sinn. Mhm. Und 25 plus 6 wäre bei 31, würdest du plus 4 kriegen, macht also auch keinen Sinn. Aber so langsam ergibt es mal einen Sinn. Meinst du, lang genug gesammelt? Boah, ein Satz mit Wahnsinn und Unsinn, ne? Wahnsinn schon mal bei Unsinn Garten. Das ist doch schön, oder? Und jetzt noch 3-6er wieder, hä? Nee, ich wollte eigentlich eher so in die Richtung. Boah. Oh, 7. 10, 17, ne? Das passt aber doch. Da bist du rein hier, oder? Ja. Nicht das, was ich wollte, aber was soll's. Man muss das nehmen, was man kriegt, ne? So, jetzt mal. Ich hätte minus 7 machen können, weil ich bei 10 gewesen habe. Wegen 2 Punkte mache ich nicht so ein Aufsehen. Hexenfett, Hexenfett. Oh, 3 Einser. 3 Einser schüttelst du aus dem Hut. Wobei, da wäre wahrscheinlich die 2 auch nochmal sinnvoll. Jetzt würfelst du bestimmt noch 2 Einser, wie ich dich kenne. Nee, okay. Ja, die kannst du im Prinzip beide rauslegen. Besser werden tut es nicht. Muss ich ja. Einen Muscher und den zweiten wird eh nicht mehr besser. 10, 13, 15. Mhm. Und ich war bei niedrig, ne? Ja. Das heißt, du würdest die 20 kriegen. Nee, 15, halt, stopp, 16 würde ich kriegen. Mhm. Ja, das passt ja noch. Die schwarze 6 und die andere 6 natürlich. Und die beiden 5er auch. Sicherheitshalber. Nö, doch nicht. Ein Ding mehr als mit den. Mhm. Das heißt, 8, 20, 26. Dann kriege ich wohl bloß die hier. Halt, nee, 26 kann ich dir ja klauen. Hab ich doch gar nicht. Das erste Mal klauen, doch. Doch hier. Na, danke. Damit haben wir das auch demonstriert, ne? Hat es endlich mal geklappt mit dem Clan. Ja. Nach 100 Versuchen. Oh, niedrig oder hoch? Hoch oder niedrig? Ich gehe mal auf niedrig. Ja. Das könnte ein Zeichen sein, ne? Also ich wüsste gern, welcher Redakteur da 25 Minuten Spielzeit draufgeschrieben hat. Es sind wahrscheinlich andere Regeln. Meinst du nochmal nachlesen, sicherheitshalber? 8, 14. 14. 14 minus 2, die kann ich ja nochmal wieder zurücklegen, oder? Ja, und wärst bei 12, dann würdest du minus 3 kriegen, ja. Stimmt. Mhm. Okay. Wahnsinn! No. Oh, das gibt's doch nicht. Auch nicht. Das geht ja gar nicht. 18. Nichts. 18 für hoch geht gar nicht. Okay. Uh-uh. Hättest du ja umdrehen müssen hier. Ja. Hätte ich eh umdrehen müssen. Oh, ist das ein Ergebnis. Das kannst du verschliegen lassen. Ja. 1, 1. 2-2-2, die nehme ich mit. Nimmst du 8 Punkte? Noch ein bisschen in Siegpunkten sogar. 2-2-2 plus die 4. Ja.
Ne, 6, 8 plus 10. Das wären 10 und dann würde ich hier minus 5 nochmal nehmen. Ja. Dann mache ich das. Okay, dann bist du bei 12. Ne, 12. Dann wärst du bei 7. Dann wären 5 Punkte. Ne, das mache ich nicht. Dann kannst du auch gewinnen. 5, also 5, 10, 13. 13. Jetzt willst du auf Punkte kommen oder willst du mir die minus 3 klauen? Ah ja, komm, dann will ich dir die minus 3 klauen, natürlich. Ich habe zu lange auf die kleinen Zahlen gespart, hey. Zu lang. Ja, jetzt kannst du mir aber zurückklauen. Ja. So der Plan, lieber Georg, so der Plan. Ja. Moment mal, 7 plus 6? Sind 13. Oh, jetzt geht's ab. 6, 6, ja. Vier. Drei, drei. 22. 22, jawohl. 22 und... Könnte ich noch bis zu 6 9. erhöhen? Nee, um 5 erhöhen. Was hast du denn da liegen? Achso, die muss ich auch um die 22 dann direkt holen. Ja, genau. Kannst du bloß die hier nehmen. 22? Ja. Ja. Gibt hier plus 1, minus 1. Oh, immerhin Jokerchen. Okay. Hervorragend. Machen wir doch. Falsche Richtung, jetzt die andere Seite. Boah, bitte. Das ist eine brennende 1. Super. Alter Verwalter, hey. Das ist jetzt schon durch. Da brauche ich keine Brille mehr. Ich habe jetzt schon 11 da liegen. 17. 24. Für mich ist das ein bisschen hoch. Die falsche Seite, ja. Boah, krasser Scheiß. So geht es, ne? So. Sechs. 18 plus Dings. 10 wäre 28. 28 hätte ich dann und dann. Dann wärst du schon mal hier bei einer mindestens einer plus 2. Plus den 3er würfeln, den noch würfeln kannst. Ja. 28. Könntest du da direkt die 31 nehmen und die 4 und die plus 4. Oder du legst noch welche dazu. Plus bis zu 5, dann könntest du hier... Na komm, hier, das mache ich mal. Ja. Gut, eine 1. 29. 29, wenn ich da jetzt noch... Das bringt mir nichts, ne? Mhm. Was soll ich dazu? Könntest du schon 2 Einsatz abgeben, um eine 4 zu kriegen, aber das ist... Kopf wie gedupst. Doch, mache ich, ja. Weil je schneller jemand wegnehmen kann, ja. Und dann kriegst du die 31, jawohl. Oh mein! Oh! Siehst du jetzt zum Beispiel? Oh oh! Das sind 24 plus 9, wären wir bei 31, ne? 24 plus 9 sind 31? 33. 33. Wir rechnen heute Abend, ne? 33 wären die Dreierpunkte. Ja, ich nehme die, gebe die plus, leg die raus, gebe die plus 2 ab. Jups, und nehme die 5 Punkte hier. Ha, damit okay. Führe ich mit genau einem Punkt Vorsprung. Oh wei. Oh wei. Georg in Einsalane. Mutig sogar. Oh, wurde wohl belohnt. Bislang bei 6 Punkten. 10 Punkte. 10 Punkte und... Du könntest noch 6 abziehen, dann wärst du bei 4. Ja. Dann kriegst du
20 von 35, die du brauchst, ne? Ja, aber gut, aber das ich glaube, wir können das mal abbrechen. Ich glaube, wir haben genügend gezeigt, oder? Gucken wir mal, ob ein schöner Wurfball rauskommt. Mit viel Minus. Hier. Ja, das boah, das ist ein Demonstrationswurf, ha? Huh? Hätte die 2 rauslegen. Die 2 hättest du rauslegen sollen. Nee, hätte ich nicht. Guck mal. Ja! 6, ja? Guck mal. 6 minus 6. Ja. Gib dir 0, 20 Punkte. Alter Verwalter, ist das ein dämlicher Glückswurf gewesen. Ja. Oh wei. Ja, gut, dass wir nicht aufgehört haben. Halt die 16. Alter Verwalter, hey. 12, hier wäre es gewesen. So rum, genau. 13, 14 müsste hier hin. Und dann 16, 17, 18, 19, 20. Jawohl. Holla die Waldfee. Ja, also für unser Let's Play brechen wir jetzt an der Stelle ab, weil es einfach ein Ticken zu lang wird. Wir diskutieren das dann aus, wer jetzt gewonnen hat. Das war jetzt wenigstens nochmal ein schöner Demonstrationswurf zum Abschluss. Ja, 31, 35 hätte ich gebraucht. Ja. Aber das ist halt natürlich, dass man baut sich das auf, dann wird es wieder weggenommen irgendwo. Es kann sich ziehen, kann auch ganz schön zäh werden. Die 25 Minuten werden garantiert niemals eingehalten. Also da muss man schon quasi Speedwürfeln betreiben. Also nach dem Motto, man könnte jetzt tatsächlich ausrechnen quasi, wie viele, wie schnell man würfeln müsste und wie lange wir und nicht großartig überlegen, um dann hochzurechnen, wie viel Züge braucht man. Aber 25 Minuten meines Erachtens nicht machbar. Und das war unser Let's Play Part zu O Fortuna. Ja, die Würfel. Das Würfelglück war uns hold oder auch nicht. Das war's. Wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei. Viel Spaß beim Spielen, macht's gut und bis bald. Tschüss. Tschüss.